Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar mit einer neuen kleinen Mini-Theorie. Und zwar, was passiert wohl mit Sabo in der Zukunft? Wie immer erkläre ich euch das nach einem kurzen Intro. One Piece. In einer FPS zeichnete Oda Sabo, wie er mit 40 und mit 60 Jahren aussehen würde, wenn die Story so läuft, wie sie läuft, oder wenn sie schlecht ausgegangen wäre, also Sabo ein Royal geblieben wäre. Warum sehen eigentlich alle Charaktere mit 40 aus wie Shanks, ganz ehrlich? War ja schon bei Ace der Fall. Und mit 60 sieht Sabo aus wie eine Mischung aus Rayleigh und Akainu. Und wenn er ein Royal geblieben wäre, wäre er mit 40 ein hochnäsiger Snob und mit 50 alt und zerrüttelt. Oda hat auch Texte dazu geschrieben, welche ich interessant finde, die uns vielleicht die Zukunft zeigen. Mit 40 sagt er, ist es nicht schön, dass er frei ist? Wir wissen ja, dass Ruffy ein Pirat sein wollte, um frei zu sein. Aber noch interessanter ist, was er mit 60 sagt. Da sagt er, du sagst, der Strohhut hat wieder Mist gebaut? Lass ihn einfach seinen Spaß. Dies könnte ich mir so gut vorstellen in einer Unterhaltung mit Corby, wo dieser sich aufregt, was Ruffy jetzt schon wieder angestellt hat und Sabo einfach sagt, lass ihn doch einfach seinen Spaß. Dies könnte darauf deuten, dass Ruffy nach dem Ende von One Piece weiterhin Pirat bleibt und Sabo möglicherweise Teil der neuen guten Marine mit Corby, Smoker und so wird. Denn wenn die Revolutionäre die Weltregierung stürzen, wird die Marine sicherlich nicht ausgelöscht, sondern nur neu besetzt mit Leuten wie Corby, Smoker, Aokichi, Sabo, Koala und so weiter. Was haltet ihr von dieser kleinen Mini-Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, Like und Abo da lassen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.